Also Krieg und Christentum sind demnach eigentlich nichts, was sich ausschließt, sondern das Kriegertum ist im Christentum verankert. Was unterscheidet dann den Heiligen Krieg im Christentum zum Beispiel vom Dschihad im Islam? Also gut, der Ausdruck Heiliger Krieg muss man jetzt einmal von Anfang an einmal relativieren, zumindest vom sprachlichen Gebrauch. Und zwar aus dem Grund, weil Heiliger Krieg hat so diesen Charakter, wie wenn es etwas Heiliges, etwas Ehrwürdiges, ganz Tolles wäre, ja? Wo man dann halt irgendwelche so und so viele Jungfrauen im Himmel bekommt oder was auch immer, wie das ja in anderen Religionen irgendwie der Fall ist. Nein, der Heilige Krieg ist deshalb ein Heiliger Krieg, weil er gesegnet ist. Das heißt, weil die kirchliche Autorität ihm erlaubt. Das ist der Punkt. Also das heißt, im Endeffekt kann man sagen, dass Dinge sind grundsätzlich schlecht, wenn sie gegen die Ordnung Gottes sind. Nur, es gibt Situationen, in denen man sich verteidigen muss. Ja? Das heißt, ein Staat muss sich wehren. Ja? Er muss sich einfach verteidigen gegen einen Aggressor. Und dann wird das von der kirchlichen Autorität erlaubt. Das heißt, der Soldat zieht in einen erlaubten Krieg, das ist der Bellum Iustum, wie schon der heilige Augustinus das formuliert hat, dass eben eine Gerechtigkeit bei der Verteidigung ist. Das heißt, auch diese Sachen haben Grenzen. Man kann also nicht einfach jetzt einfach andere Länder überfallen und so weiter. Das geht nicht. Es beschränkt sich eigentlich auf die Verteidigungskriege oder auf eine Nothilfe bei anderen Staaten, dass man interveniert. Aber also vom Kirchlichen her gesehen, vom Christentum her gesehen, ist das, was zum Beispiel in Syrien geschieht, die Unterstützung eines legitimen Staates gegen irgendwelche terroristische Rebellen. Mhm. Ganz einfach. Aber zum Beispiel würde sicher kein Priester Waffen segnen, um jetzt zum Beispiel eine Armee in den Krieg zu schicken, die den Assad stürzen und dort irgendwelche Banditen an die Macht bringen würden. Ja? Das würde nicht von der Kirche gesegnet sein. Das muss man jetzt sehr stark unterscheiden. Also der Ausdruck Heiliger Krieg heißt eigentlich legitimer Krieg. Das unterscheidet schon mal den Dschihad. Der Dschihad ist für den Muslim, ist ja grundsätzlich ein Ausdruck, ein Teil seines Glaubens. Das heißt, der Dschihad ist ein Teil des Glaubensbekenntnisses eigentlich. Während zum Beispiel im Christentum es ein Extremfall ist, wo einfach dann die kirchliche Autorität sagt, ja, wehrt's euch. Ihr habt den Segen, macht's das. Das ist der große Unterschied. Das heißt, man muss bereit sein, dass eines Tages mal die Situation kommt, dass man sich verteidigen muss. Aber es ist nicht unbedingt eine Notwendigkeit. Das heißt, es ist ein Extremfall, in dem halt jeder seinen Mann stehen muss. Aber es ist nicht etwas besonders Ruhmvolles. Es gibt andere ruhmvolle Dinge im Christentum. Menschen, die sich aufopfern für andere Menschen. Ja? Leute, die ein Leben als Einsiedlermönch irgendwo in einer Höhle oder im Wald oder fernab leben, das sind genauso die Heiligen. Also es ist nicht so, dass die einzige Form des Heiligtums darin besteht, irgendwo in den Krieg zu ziehen. Das ist eben ein Teil, wo es auch viele Heilige gibt. Aber das hat das Christentum nie verneint. Und gerade in Russland, wo die Militärtradition auch sehr hoch gehalten wird und immer hochgehalten wurde, werden natürlich diese Kriegerheiligen besonders stark verehrt. Das muss man halt so sehen. Gut, vielen Dank für das Interview. Bitte. Sehr geehrte Zuseher, vielen Dank dafür, dass Sie auch heute dabei waren. Wenn Ihnen unsere heutige Episode von Swarov TV gefallen hat, dann hinterlassen Sie bitte ein Gefällt mir auf YouTube und teilen unser Video auf den verschiedensten sozialen Kanälen. Wenn Sie darüber hinaus auch in Zukunft daran interessiert sind, dass wir weitere Episoden des geopolitischen Wochenrückblicks produzieren können, dann hinterlassen Sie bitte eine kleine Spende von 5 oder 10 Euro auf der unten angegebenen Kontonummer. Dementsprechend möchte ich mich herzlich noch einmal bei Ihnen bedanken fürs Zusehen heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge unseres geopolitischen Wochenrückblicks.